Liebe Zuschauer von Bodylife TV, herzlich willkommen. Wir sind dieses Mal in den Räumlichkeiten, in den neuen Räumlichkeiten von Bodylife in Ettlingen vor den Toren von Karlsruhe. Hoher Besuch bei uns zu Gast, nämlich Martin Borchers, der neue Business Manager von Precor in Deutschland. Hallo Martin, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Herzlichen Dank. Martin, sind 1. Juli in neuen Amt und Würden. Jetzt stellen sich neue Herausforderungen. Precor ist ja eine starke Marke, Globalist. Was kommt da auf dich zu? Was kommt aber vielleicht auch auf den Markt zu mit deinem Amtsantritt jetzt? Ja, meine Hauptaufgaben sind natürlich natürlich den Vertrieb zu stärken bei uns, noch näher bei unseren Mitarbeitern zu sein. Natürlich aber auch, wir gehören ja zu Arma Sports, wir haben noch viele andere interessante Marken bei uns mit im Boot quasi, dass wir da noch näher mitarbeiten, dass wir noch ein paar Brücken schlagen, dass wir das Unternehmen noch lukrativer machen quasi, dass wir den Brand noch ein bisschen moderner machen, einen frischen Wind reinbringen, dass wir all die Sachen, die wir auch wirklich da haben, komplett ausschöpfen. In welche Richtung geht es? Was habt ihr da noch alles für Marken mit an Bord, für die, die es nicht sowieso schon wissen? Was ist da unter dem Label Arma noch alles anzusiedeln? Ja, wie schon gesagt, Precor gehört zu Arma Sports, ein finnisches Konzern. Da gehört Salomon dazu, Atomic, Wilson, Mavic, Suunto. Alles natürlich Marken, die im Sport natürlich da sind und zu Hause sind. Und da haben wir so tolle Ideen auch noch, die wir jetzt versuchen, 1:1 natürlich umzusetzen. Um nochmal auch Precor, sag ich mal, als Marke noch moderner quasi mitzuverkaufen. Weil unsere große Gelegenheit ist und Chance ist, wir können den Studienhaber nicht nur Fitnessgeräte verkaufen, wir können ihn auch noch bei allen anderen Dingen mithelfen, sei es Mitgliedergewinnung und sonstige Sachen, aufgrund unserer Marken, die bei uns mit im Konzern sind. Du kommst auch aus dem Vertrieb. Erzähl mal, wie lange gibt es dich schon in der Branche? Was hast du da schon durchlaufen? Was hast du schon gesehen? Ja, meinen Start hatte ich 2002, aber da auf der anderen Seite, da war ich im Studio tätig, sowohl im Sales wie auch als Trainer habe ich da gearbeitet. Und den Wechsel auf die Industrieseite hatte ich 2009. Und seit 2011 bin ich bei Precor angefangen als Key Account Manager. Euer Claim, der spielt in eurem Alltag ja bestimmt eine Rolle. Vielleicht könntest du da mal einen Zusammenhang herstellen. Wie sieht der aus? Ja, er heißt Fitness Made Personal. Der sieht so aus, wie wir schon im Service sehr stark aufgestellt sind. Wir wollen es auch in weiteren Sachen übertragen. Wir wollen natürlich den Kundenservice am Gerät natürlich nach wie vor immer noch zu 100% quasi erfüllen. Wir wollen auch in Zusammenarbeit mit dem Studio persönliche Dinge entwickeln, ihnen helfen, er uns hilft, dass wir da gemeinsame Sachen natürlich ja, kreieren. Ne, mit Mitarbeitern wollen wir natürlich eine sehr tolle persönliche Bindung aufbauen, die wiederum natürlich mit ihren Kunden, also es ist bei uns einmal also quer rüber der Gedanke. Du hast ja selber da eine eigene Erfahrung auch, bist selber auch im Hobby, glaube ich, relativ stark fitnessmäßig engagiert, wenn man dich so anschaut. Wie ist dein Alltag? Ja, mein Alltag sieht so aus. Also ich bin der Typ, der immer morgens seine Einheiten quasi erledigt, hinter sich bringt. Hat zwei Gründe. A, habe ich da morgens am meisten Lust zu und zwischen 7 und 8 Uhr ist das Telefon auch immer noch still. Da ruft auch keiner an, da habe ich natürlich den freien Kopf und kann quasi mein Workout starten. Ja, und es macht mir halt unheimlich Spaß und natürlich, was auch ganz, ganz wichtig ist, in dem Moment, wo ich jetzt im Studio trainiere und ich bin immer in unterschiedlichen Studios natürlich, aufgrund meiner Reisetätigkeit kriege ich natürlich extrem viel mit. Weil es ist für mich auch natürlich extrem wichtig, wie denkt der Trainierende, wie denkt der Fitnessstudio-Inhaber. So ist es für mich natürlich noch einfacher, sage ich mal, natürlich mit Precor darauf zu reagieren. Jetzt ist es so, du hast einerseits neue Aufgaben jetzt dazu bekommen, es tut sich ein bisschen was im Unternehmen strukturell, ihr sitzt auch zum Teil auf neue Plattformen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ihr habt auch ein neues Produkt auf dem Markt. Was erwartet die Fitnesswelt da? Ja, unser Highlight, der steht jetzt gerade vor der Tür und zwar launchen wir unseren neuen Crosstrainer im September. Da haben wir wieder mal unsere Erwartungen übertroffen. Wir sind ja seit 95 auch Erfinder des Crosstrainers. Jetzt haben wir quasi 21 Jahre später nochmal den Crosstrainer nochmal weiterentwickelt, wobei wir die zwei gravierenden Sachen, die wir vorher auch ja schon hatten, wie mit verstellbarer Crossrampe und natürlich, dass die Füße bei uns nicht einschlafen, das ist natürlich immer beigeblieben, weil das waren unsere Stärken, sind immer noch unsere Stärken. Wir haben jetzt noch einen draufgesetzt und zwar haben wir eine konvergierende Rampe. Das heißt, der natürliche Bewegungsablauf ist noch natürlicher dargestellt. Er geht quasi versetzt ein bisschen mit, wie wir Menschen natürlich uns draußen auch bewegen. Der Crosstrainer ist schon immer das Markenzeichen eigentlich vom Precor gewesen.
Ihr habt, glaube ich, aber im zurückliegenden Jahr schon einige Innovationen hinter euch gebracht. Was gab es da noch so? Im Kraftbereich hat sich bei euch, glaube ich, auch einiges getan. Ja, unsere Palette im Kraftbereich hat sich dieses Jahr stark nochmal erweitert und wird sich auch immer noch weiter um Produkte quasi erweitern. Mit Quinex natürlich, im Functional-Bereich natürlich jetzt sehr gut aufgestellt, natürlich, das ist klar. Jetzt der EFX, mit dem habt ihr jetzt aber, in den habt ihr auch, glaube ich, relativ viel Zeit in die Entwicklung gesteckt. Das ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen Facelift, richtig? Da wurde richtig dran gearbeitet. Genau, kannst du was dazu erzählen? Ja, kann ich. In dem Produkt haben wir natürlich am meisten Zeit investiert. 3 Jahre quasi haben wir da Zeit und Gehirn, sag ich mal, reingesteckt, um ihn natürlich, wie gesagt, die Vorteile, die ich gerade nannte, ne, natürlich immer noch unsere Top-Argumente wie nicht einschlafende Füße, ist immer noch aufgrund der elliptischen Bewegung, die natürlich so geblieben ist, plus verstellbare Rampe, ne, dann konvergierende Rampe natürlich noch on top, plus das ganze Modell ist noch ein bisschen schlanker, moderner geworden, weil natürlich die größten Trainierenden oder Anteil der Trainierenden sind die Frauen in den Sportstudios, 70%. Die den Crosstrainer quasi nutzen für sich, haben wir natürlich auch aufgrund der Geschichte heraus ein bisschen Frauen entsprechend. Also er hat einen tiefen Einstieg, damit die Frauen sich nicht so auf dem Präsentierteller beim Trainieren fühlen, als jeder sie anguckt. Darauf sind wir sehr stark eingegangen. Der EFX bietet dem Mitglied einiges an Vorteilen, haben wir gerade eben gehört. Aber außerdem hat auch der Studiobetreiber Vorteile. Was ist darunter zu verstehen? Das stimmt, und zwar ist das Ding noch von der Wartung her für den Studieninhaber noch leichter. Aufgrund der Beschaffenheit der Oberflächen ist das Warten bzw. das Reinigen des Gerätes noch einfacher geworden für den Studieninhaber. Zudem hat das Gerät immer noch so eine Statusanzeige. Da weiß der Betreiber sofort, okay, das Ding läuft einwandfrei, es muss mal in Service kommen. Das wird ihm immer durch eine Statusanzeige quasi dargestellt und er weiß sofort, was zu machen ist. Plus natürlich, wenn wir einen Service haben, ist es für uns im Nachgang auch einfacher, weil aufgrund der Bauart ist es für uns extrem einfach, alles schnell abzubauen, quasi zu reparieren und dann wieder es ordnungsgemäß zusammenzuschrauben, genau. Und jetzt wollt ihr ihn mit einer Tour auf den Markt bringen. Habt da ja auch einiges in Planung. Was erwartet da die Studiobetreiber in Deutschland? Wir fangen jetzt im September an mit einer Roadshow. Wir sind an 20 Standorten in ganz Deutschland verteilt. Und da präsentieren wir bei uns in Partnerstudios den Crosstrainer. Und dort werden Fitnessclubbetreiber aus ganz Deutschland eingeladen, ist das richtig? Wie läuft das ab? Genau, also jeder Mitarbeiter bei uns hat 2 Standorte für sich definiert, wo er quasi mit einem Partnerstudio zusammenarbeitet und natürlich dann die Kunden einlädt und den Crosstrainer vorstellt. Unterm Strich geht es natürlich letztendlich um das Thema Portfolio am Ende. Ja. Unter dem Stichwort muss man vielleicht auch die Akquise einer Marke betrachten. Akquise ist ein bisschen zu viel gesagt, eine Partnerschaft, eine Vertriebspartnerschaft, nämlich bei Spinning seid ihr mit dabei jetzt, beziehungsweise Spinning ist bei euch mit dabei im Portfolio. Was tut sich da im Indoor Cycling Markt, dass ihr jetzt als Globalist eine Nische mit an Bord nehmt? Ja, also der Markt im Spinning-Bereich oder sagen wir andersrum, die Akzeptanz wird immer, es ist ein bisschen ruhiger gewesen in den Studios, was Spinning betrifft. Mittlerweile wird sie immer mehr, immer stärker, sei es in der virtuellen Welt, in Group Fitness oder einfach nur das Spinning gerade auf der Fläche. Es steigt wieder und da sind wir natürlich mit unseren neuen Modellen, insbesondere mit Maddox, natürlich sehr gut aufgestellt, weil wir nicht nur das Bike verkaufen, sondern auch ein Konzept, wie gesagt, in Verbindung mit Maddox als Lizenzgeber. Martin, ihr habt Spinning mit an Bord seit kurzem, verkauft aber nicht nur diese Bikes, sondern geht da durchaus ganzheitlich ran. Was muss man sich darunter vorstellen? Das stimmt. Wir Preker verkaufen Spinning, arbeiten aber ganz eng mit Maddox zusammen, noch als Lizenzgeber von Spinning, die auch die Konzepte quasi verschreiben. In Verbindung mit Martin Timmermann, der bei uns auch jetzt tätig ist, werden wir, wie gesagt, nicht nur einfach einen Bike verkaufen, sondern wir werden auch den Studioinhaber ein Konzept mit an die Hand geben, wie er noch stärker seinen Spinning-Markt im Studio natürlich verkaufen kann. Herzlichen Dank, lieber Martin, fürs Kommen, für den weiten Weg hierher und für die spannenden Informationen. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer von Bodylife TV, dafür, dass Sie hier dabei gewesen sind. Wir bleiben natürlich am Ball und werden uns bestimmt bald wiedersehen hier im Channel von Bodylife TV.